Hallo zusammen, heute ist Samstag, der 13. Mai. Wir haben 8 Uhr. Heute haben wir eine Mörderstrecke vor uns, weil in der Mitte die Herberge zu hat, können wir nicht pausieren oder übernachten. Das heißt, wir haben heute 48 Kilometer, die wir natürlich nicht laufen werden. Wir laufen so weit wir können und dann nehmen wir uns ein Taxi. Wir laufen jetzt von Saint-Sever nach Ortiz, wie immer man das ausspricht. Wie ihr in den letzten Tagen gemerkt habt, konnte ich nicht mehr filmen, weil mein Speicher voll war. Ich konnte jetzt ein bisschen löschen, also ich denke mal, für heute reicht es wieder. Ja. Und ich habe ein paar Fotos machen können, die ihr im letzten Video gesehen habt, und das war es leider von den 3 Tagen, die ich machen konnte. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Ich habe mir auch eine Festplatte geholt und versuche jetzt an einen PC zu kommen, um meine Daten zu überspielen, damit ich die vom Handy komplett löschen kann für einen neuen Speicher. Und jetzt laufen wir einfach mal weiter. Habt einen schönen Tag. Tschö. Hallo, wir sind in Ortiz angekommen. Wir sind nicht die ganzen 48 Kilometer gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir gelaufen sind, aber jede Menge. Und
Ja, wir konnten gestern schon die Pyrenäen sehen und heute auch. In 2 Tagen oder in 3 Tagen werden wir die erreichen und dann werden wir drüber laufen. Wir hoffen mal, dass da kein Schnee ist. Ja, heute sind wir bei Nonnen untergekommen. Ja, aber ich meine, für 10 Euro schlafen und Frühstück ist okay. Ja, dann werden wir morgen früh nach... Gott, wo laufen wir morgen früh hin? Weiß ich gar nicht. Erzähle ich euch morgen früh. Ich muss erst im Buch nachgucken. Auf jeden Fall sind es 26 Kilometer. Ja, und die dürften zu packen sein. Naja, dann hoffe ich mal, dass ich morgen wieder Internet habe. Bin ja schon wieder 2 Tage im Rückstand mit Hochladen. Besser gesagt 4. Ich habe ja 3 Tage zusammengefasst, aber es sind 2 Videos. Und mit morgen 3. Gut, dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische. Habt eine gute Nacht und schlaft schön und immer artig sein, ne? Ihr wisst, ich sehe alles. Adios.